Ausgebremst von einem Virus. 2 Jahre Corona-Pandemie. Das Schlimmste scheint überstanden. Doch viele, die an Covid erkrankten, kämpfen bis heute. Ich habe Angst, dass ich nicht wieder zurück so ganz in mein altes Leben kann, nicht wieder in meinen Beruf kann. Das sind so meine Ängste. Man kann sagen, man ist lebendig begraben. So kann man es ausdrücken. Man ist im Schatten seiner selbst. Sie werden einfach nicht gesund. Diagnose Long-Covid. Wir begleiten Menschen bei ihrem Kampf raus aus der Krankheit. Noch weiß man wenig über den Feind im eigenen Körper. Ich glaube, dass Long-Covid eines der größten gesundheitspolitischen Probleme der Gegenwart und der Zukunft ist. Nach 2 Jahren Pandemie ist Corona Alltag geworden. Aber nicht für alle. Nadine Beckmann-Kruse leidet seit Monaten. Die Familie hilft, wo sie kann. Denn die dreifache Mutter hat Long-Covid. Seit ihrer Infektion ist nichts mehr, wie es war. Auch nicht für Ehemann Sebastian. Die ganze Familie im Corona-Ausnahmezustand. Denn Nadine, die sonst den Laden am Laufen hält, ist permanent erschöpft, hat Schmerzen und Fieber. Ich wurde von Kopf bis Fuß durchgecheckt. Also ich habe dann MRT, Untersuchungen gehabt vom Kopf, von der Lunge, vom Hals. Ich war also bei vielen Fachärzten, beim Kardiologen, beim Lungenfacharzt. Und es wurde organisch vieles ausgeschlossen. Und dann kann man das auch nicht gut behandeln, wenn man nichts findet. Aber diese Symptome sind halt da. Und die merkt man jeden Tag. Und man kann einfach nichts dagegen tun. Corona hat ihr Leben auf den Kopf gestellt. Die medizinische Fachangestellte ist seit 9 Monaten krankgeschrieben. Herzmuskelentzündung. Das Atmen fällt ihr schwer. Sie vergisst die einfachsten Dinge und jeden Nachmittag bekommt sie leichtes Fieber. Ja, also ich habe tatsächlich ein bisschen erhöhte Temperatur. 37,6. Ich habe dann nachmittags leichte Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, als ob ich morgen eine Grippe bekomme. Und das habe ich jeden Tag. Jeden Nachmittag habe ich das, ja. Verschiedene Fachärzte haben ihr Medikamente gegen die zahlreichen Beschwerden verschrieben. Manche wirken, manche nicht. Also das sind so die Medikamente, die ich jeden Tag nehmen muss. Das ist für die Lunge sind das verschiedene Medikamente. Dann das hier fürs Herz. Noch eins fürs Herz, dann den Magen und das nehme ich gegen das Fieber. Dann habe ich noch 3 verschiedene Medikamente wegen den Schlafstörungen verordnet bekommen. Das sind so die ich täglich nehmen muss. Ihre traurige Corona-Bilanz, krank seit 41 Wochen. Arztbesuche in dieser Zeit 61. Verdienstausfall bislang 5.000 Euro. Haushalt und Kinderbetreuung muss jetzt der Ehemann übernehmen. Nadine Beckmann-Kruse, nur noch Zuschauerin im Familienleben. So, Robin, deine Mama hat jetzt mal ein bisschen Pause. Die ist erschöpft. Du kannst jetzt zu Papa kommen. Ja. So, jetzt zeig mal, was du für tolle Bücher hast. Ja, Robin. Die 10-jährige Tochter Sophie, im ersten Jahr auf dem Gymnasium, ist jetzt häufig auf sich allein gestellt. Eigentlich brauche ich nicht so oft Hilfe, zum Glück. Sonst wäre es, glaube ich, ziemlich schwierig. Also manchmal helfe ich auch mit, zum Beispiel beim Kochen oder mir die Brotdose selber machen. Oder halt ein bisschen mehr Sachen, die Mama für mich gemacht hat, dass ich die jetzt selber mache. Aber sonst macht auch was Sebastian. Also wir teilen uns die Arbeit. Ihre Mutter, am Nachmittag oft ausgepowert. Vor Corona managt sie ihre 5-köpfige Familie und hat einen Vollzeitjob als Stationsassistentin im Krankenhaus in Stade. Im Dezember 2020 wird sie auf der Teststation der Klinik eingesetzt. In einem Handyvideo präsentiert sie ihren neuen Arbeitsplatz. Dann habe ich hier alles für den Schnelltest und für den Rachenabstrich. Genau, hier wird der dann gemacht.
Ich habe hier einen Schutzanzug an, eine Maske, ein Face Shield und ich wurde halt angehustet, angenießt und es ist halt unter diesem Face Shield gekommen. Ja, dann wurde halt mein Gesicht, meine Augen nass und dann habe ich gedacht, oh nein, hoffentlich habe ich mich jetzt nicht infiziert. Aber als dann natürlich ja diese Symptome kamen mit Geschmacks- und Geruchsverlust, dann dachte ich, oh weia, da hast du dich angesteckt. Wie so viele aus dem Gesundheitswesen, infiziert, als sie anderen half. Die 35-Jährige hat einen mittelschweren Verlauf, muss nicht in die Klinik. Doch gesund wurde sie seitdem nicht mehr. Das Nötigste ist halt immer, dass die Kinder ihre Schulsachen fertig haben, dass sie was zu essen haben, dass wir die Wäsche auf dem Laufenden haben. Also so Haushalt, das Wichtigste, dass wir wirklich hier so überleben können. Es bleibt natürlich viel auf der Strecke. Zum Beispiel, Weihnachten ist schon lange vorbei. Für uns ist aber noch, steht noch der Weihnachtsbaum und die ganze Weihnachtsbeleuchtung ist noch da. Das steht natürlich hinten an oder sowas wie Gartenarbeit. Also alles, was aufgeschoben werden kann, wird bis zuletzt aufgeschoben. Ihr zweijähriger Sohn Robin, Tochter Sophie und auch ihr Mann vermissen die Ehefrau und Mutter, die Nadine einmal war. Das normale Leben ist erstmal aufgehoben. Das bedeutet für mich natürlich wahnsinnig viel mehr Arbeit. Und früher war sie ganz lebendig und hat es viel auf Konzerte gegangen, hat sich viel mit Freundinnen getroffen, war viel unterwegs, hat interessante Geschichten zu erzählen gehabt, so war draußen und ja. Und jetzt ist das natürlich deutlich weniger geworden. Jetzt beschränkt sich das häufig auf Arztgespräche. Ich habe das Gefühl manchmal, dass ich ein bisschen verschwinde, so aus der Präsenz. Ja. Ja, ne? Ja, du bleibst hinter deinen Möglichkeiten völlig zurück, die eigentlich für eine 35-jährige Frau gedacht ist. Also du stehst ja mitten im Leben oder normalerweise mit 35. Ja, das ist natürlich, du bleibst völlig zurück hinter deinen Möglichkeiten. Du bist nicht du selbst, sage ich mal. Auch in dem Dorf Alling nahe München ist Corona noch längst nicht Geschichte. Christopher Peters, krank seit Dezember 2020. Wochenlang konnte er nur im Bett liegen. Es kam dann immer wieder zu diesen sogenannten Crashes. Irgendwann kam der, wir nennen es Brain Fog dazu, also ein Hirnnebel, so ein Vorhang vom Kopf, dass man einfach nicht mehr klar denken kann. Ein bisschen schwindelig auch, als wäre man immer leicht angetrunken im Prinzip. Ja, und das wurde dann immer schlimmer, immer intensiver, bis hin zu, dass ich mal ein oder zwei gute Tage hatte und dann wieder einen Crash und für 6 Tage nur im Bett gelegen habe. Das ist kein gutes Leben. Also es reißt einen komplett raus, es wirft das Leben wirklich um und betrifft natürlich dann auch die Familie. Wenn die Söhne am Nachmittag aus Kita und Schule kommen, dann will er fit sein. Zieh dich mal aus, mein Schatz. Seine Herzrhythmusstörungen, Atemnot und Schmerzen in den Beinen versucht der 39-Jährige auszublenden. Wenigstens für 1-2 Stunden. Na dann, lauf los. Nicht er, sondern die Krankheit bestimmt jetzt Tempo und Richtung der Tage. Ein Leben auf dem Beifahrersitz. Wir gucken, ob Ida schon da ist. Es ist halt schade, dass ich mit ihm nicht so viel spielen kann. Ne? Das wäre natürlich besser. Aber ja, trotzdem macht es Spaß, immer dabei zuzuschauen, wie er sich freut und wie er lacht und so. Das ist schön. Gemeinsame Zeit mit den Kindern, nur im Sitzen ist das möglich. Der 7-jährige Felix weiß auch schon, was mit Papa los ist. Mein Papa hat Corona und jetzt ist ihn sehr schwach. Er liegt fast den ganzen Tag im Bett rum. 70-80%. Corona und kein Ende in Sicht. Christopher Peters ist seit 56 Wochen krank. Arztbesuche? 57. Verdienstausfall des IT-Managers? 49.000 Euro. Noch erhält er Geld von seiner Krankenversicherung,
Aber bald läuft das aus. Wovon er dann sein Haus und den Lebensunterhalt für seine Familie bezahlen wird, weiß er noch nicht. Die Verzweiflung ist halt so groß, dass man so ziemlich alles ausprobiert. Deswegen bin ich auch in Kontakt mit Erlangen, mit Köln, mit der Charité. Überall, wo was passiert, bin ich eigentlich auch selber dran, um zumindest auf den Listen zu stehen. Falls was passiert, dass ich eventuell eine Chance habe, dabei zu sein. Denn wenn man da nicht am Drücker bleibt, dann hat man eigentlich schon verloren. Für mich verdichten sich die Hinweise immer weiter, dass eine Störung des Immunsystems die Ursache bildet. Experte in eigener Sache wurde der Patient auch durch die Long-Covid-Selbsthilfegruppe im Internet. Dort setzen viele Erkrankte große Hoffnungen in eine Ärztin. Professorin Carmen Scheibenbogen. Die wissenschaftliche Erforschung der neuen Krankheit, sie beginnt gerade erst. Noch gibt es kein Heilmittel. Immerhin, an der Charité in Berlin ist man einer Erkrankung auf der Spur, die auch bei Long-Covid auftritt. Die schwere Erschöpfung. Das sogenannte chronische Fatigue-Syndrom. Auf diesem Gebiet ist Carmen Scheibenbogen, Spezialistin für unser Immunsystem, die Expertin in Deutschland. Fatigue und Long-Covid haben einiges gemeinsam. Long-Covid bezeichnen wir ja einfach, wenn Menschen nach der Infektion über 4 Wochen hinaus anhaltende Symptome haben. Und wir haben jetzt gelernt über die letzten 1,5 Jahre, dass das eine Vielzahl unterschiedlichster Symptome ist. Ganz häufig Fatigue, also die schwere krankhafte Erschöpfung, ganz häufig aber auch Halsschmerzen, Kopfschmerzen. Wir haben Patienten, die haben auch ausgeprägte Muskelschmerzen nach Belastung. Und ganz häufig ist auch eine sogenannte Belastungsintoleranz. Das heißt, man kann kaum noch den alltäglichen Dingen nachgehen. Die Zahlen sind alarmierend. Genesen, aber nicht gesund. Dieses Schicksal erleiden 10-15% aller Infizierten. Frauen trifft es häufiger als Männer. Die meisten sind zwischen 30 und 50 Jahre alt. So wie Nadine Beckmann-Kruse. Einmal im Monat fährt die Patientin aus Stade 50 Kilometer weit nach Hamburg in die Long-Covid-Ambulanz einer Klinik. Ihr Rettungsanker in schwerer Zeit. Die Spezialisten dort ihre einzige Hoffnung auf Hilfe. Dafür stellt die 35-Jährige alles andere zurück. Wenn ich den Termin in Hamburg habe, der ist immer sehr wichtig für mich. Aber den Tag brauche ich mir nichts anderes mehr vornehmen. Der Tag ist dann absolut gefüllt. Die Mutter dreier Kinder war eine der ersten in der Ambulanz. Mittlerweile gibt es hier einen Aufnahmestopp. Zu viele Anfragen. Long-Covid, die Pandemie nach der Pandemie? Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Dann können wir? Ja. An diesem Tag präsentiert die leitende Psychologin Marion Hagemann-Göbel die Ergebnisse verschiedener Gedächtnistests. Denn Nadine ist vergesslich geworden. Auch das eine Folge von Long-Covid. Mit dem Test misst man die Konzentration und so das Bearbeitungstempo. Und das zeigt auch, dass sie hier da im unterdurchschnittlichen Bereich waren. Das heißt, also, da haben wir schon einen Bereich, wo es darum geht, sich darum zu kümmern. Das Gedächtnis, auch im Alltag zum Beispiel. Ich weiß nicht, vielleicht helfen Sie sich ja schon selbst ein wenig mit Merkzetteln oder sich was aufschreiben. Sie nicken gerade. Ja, ich habe für alles eine Liste. Für alles haben Sie ja, eine Liste? Ganz viele To-Do-Listen, überall am Kühlschrank, im Badezimmer. Ja. Ich notiere mir einfach alles, damit ich nichts vergesse. Vorher hatte ich keine Probleme mit dem Gedächtnis, auch meine beruflichen Tätigkeit im Krankenhaus. Ich bin Stationsassistentin auf der Unfallchirurgie. Da war ich für jeden und alles zuständig. Also ich hatte das Telefon, ich war Ansprechpartner für die Ärzte, für deren Wünsche, für die Patienten, für die Physiotherapeuten, für den OP, für die Narkoseärzte war ich überall der Ansprechpartner, musste da alles managen, musste mich um alles Mögliche kümmern. Da hatte ich keine Probleme, mir das zu merken oder das alles zu bewältigen. Sie müssen unbedingt darauf achten, dass Sie nicht zu oft in diese Crashes kommen. Weil das scheint dazu zu führen, dass sich dieser Zustand verfestigt. Und wenn wir auf das letzte Jahr zurückgucken, dann ist das alles passiert. Ne? Also Sie sind sozusagen zu spät eingefangen worden. Doppelt bitter,
Die Arzthelferin infizierte sich gleich in der ersten Welle während ihrer Arbeit im Krankenhaus. Es gab noch keinen Impfstoff. Sich anzustecken, damals Berufsrisiko. Der Gedächtnistest hat mich natürlich schon sehr nachdenklich gemacht, auch traurig. Man zweifelt an sich selber. Wenn man vorher wusste, dass man ja alles kann, seinen Alltag bewältigen kann, die wichtigsten Sachen behält und nicht vergisst und auf einmal die einfachsten Sachen sich nicht mehr merken kann, habe ich schon manchmal Angst, dass man so ein bisschen anders wird. Überforderung muss sie vermeiden. Doch wie soll das gehen mit Haushalt, Familie und möglichst bald auch wieder dem Job? Mehr als 1 Million Menschen in Deutschland leiden bereits an Long-Covid. Das Bewusstsein, wie ernst die Krankheit ist, wächst erst langsam. Andrea Ling aus dem Allgäu gehört zu jenen, die es besonders schwer erwischt hat. Sie verbringt die meiste Zeit des Tages im Liegen. Ein Pflegefall. Ohne ihre Partnerin wäre die Physiotherapeutin komplett hilflos. Auch Andrea steckte sich an, als es noch keinen Impfstoff gab. Es war damals bei der Arbeit. Da hatte eine Patientin, die war 4-mal zur Physiotherapie bei mir. Und im Nachhinein war die positiv getestet und bei der habe ich mich angesteckt. Gesund bin ich eigentlich nie richtig geworden. Ich war dann nach 4 Wochen wieder bei der Arbeit, weil ich mir dachte, na, was soll jetzt noch sein? Braucht es halt noch ein bisschen länger, bis man wieder ganz fit ist, aber kann ja schon mal wieder arbeiten gehen. Und dann wird es eigentlich immer schlimmer statt besser. Vor Corona liebte die 46-Jährige das Reisen. Zuletzt ging es gemeinsam mit Ehefrau Anja Strutz nach Kuba. Andrea liebte die Herausforderung. Die Skilangläuferin und Wanderführerin trieb in jeder freien Minute Sport. Lebenslustig, aktiv, voller Vorfreude auf neue Abenteuer. Das war einmal. Das Atmen fällt schwer. Der Herzschlag rast, die Muskeln schmerzen. Dazu Konzentrations- und Gedächtnisstörungen. Die Krankheit bremst sie total aus. Geht es immer so langsam, die Andrea? Ja, überwiegend, ja. Also, ja, überwiegend schon. Muss sie so langsam gehen? Ja, es ist so ein bisschen, es kommt immer halt auf den Tag drauf an, so wie sie es sagt, gell. Also, ich meine, klar sind wir dankbar, dass das überhaupt schon geht so, ne. Aber jetzt ist es nie gut, ne. Also, nie sagt, dass sie sagt, ja, heute kann ich super was machen oder so. Das wäre halt das Schöne, ne. Dass das aufwärts gehen würde. Dass er mal wieder radeln kann. Auch einen Film haben wir lange ja gar nicht anschauen können. Es geht ja jetzt auch wieder. Je nachdem, wenn es nicht so gut geht, dann muss er halt auch die Augen zumachen dabei und hört mal nur ein bisschen zu. Andrea Ling ist ein besonders schwerer Fall. Sie leidet an chronischer Erschöpfung. Krank seit 94 Wochen. Arztbesuche 43. Verdienstausfall 23.600 Euro. Trotz anfänglicher Lohnfortzahlung und Krankengeld. Das Schlimmste für sie, noch immer fühlt sie sich unverstanden, selbst von Ärzten. Dann war ich ja 10 Tage beim Post-Covid-Check-In. Da hat mir die Berufsgenossenschaft hingeschickt. Und das war die schlimmste Zeit in meinem Leben. Also die hat dann klar gesagt, die Erkrankung gibt's nicht. Ich sei antriebslos, faul und phlegmatisch und ich soll mich gefälligst bewegen. Und ich habe gesagt, ich kann nicht. Also das war 10 Tage wie so ein Elefant, dem man den Willen brechen will. Das war die schlimmste Zeit. Und nach dem Aufenthalt habe ich dann wieder einen Crash gekriegt und der ging dann ganz lang. Da habe ich dann echt Angst gehabt, dass es vielleicht auch nicht mehr aufhört. Einen ihrer Zusammenbrüche, sogenannte Crashes, hat ihre Ehefrau gefilmt. Der ganze Körper tut ihr dann weh. Selbst Licht und Geräusche kann sie kaum aushalten. Ich bin in dem Crash seit gestern Abend. Kann nicht aufstehen. War gar nichts. Dann war halt Anja da und wenn die keine Zeit hatte, war meine Mama da. Weil ich gar nicht allein sein konnte. Ich bin teilweise nicht bis zum Klo gekommen und konnte nicht selber essen. Man weiß nicht den Weg.
Mir ist dankbar, dass das schon wieder so ein bisschen geht. Aber es ist halt nicht, dass man sagt, ja, man merkt, Stück für Stück wird es besser. Das ist halt leider nicht so. Die Krankheit Long-Covid, eine neue Unbekannte für die Medizin. Keiner weiß genau, wie sie entsteht und was hilft. Und so kämpfen die Betroffenen ziemlich allein. Wenn ich irgendwie Pestbeulen hätte oder wenn ich körperlich irgendwas ganz Widerliches bekommen hätte, ich glaube, dann würde die Erkrankung mehr Aufmerksamkeit bekommen. Wieso? Man schaut gesund aus und man wird ja auch nicht mehr gesehen. Jeder verbringt sein Leben in der Wohnung. Und ja, ich komme mir schon ein bisschen vergessen vor. IT-Manager Peters hat bereits 2 Reha-Kuren hinter sich. Seine Long-Covid-Symptome blieben. Aktuell erprobt er eine Blutwäschetherapie, die sogenannte Apherese. Sein Vater fuhr ihn mehrmals ins 500 Kilometer entfernte Mülheim. Allein wäre die Reise für ihn zu anstrengend gewesen. Videotermin mit seiner Ärztin Beate Jäger. Hi Beate, grüß dich. Alles gut, wie geht's? Grüß dich, lieber Christi. Ich freue mich, dich zu sehen. Mir geht's gut, danke. Wir sind ein bisschen überrannt von zu vielen Patienten. Wie geht's dir? Eigentlich ganz gut diese Woche. Also nach der letzten Apherese letzte Woche war ich ein paar Tage ziemlich platt. Aber diese Woche seit so Montag rum geht es mir tatsächlich relativ gut. Also ich schaffe relativ viel. Aber die Zielmarke ist noch etwas entfernt. Na klar, aber wenn du daran denkst, wie es war, als ich dich kennenlernte, würde ich sagen, dazwischen liegen schon Welten. Und ich freue mich, dich so wieder zu sehen. Und ich denke, unsere nächsten Schritte sollten sein, dein Blut noch mal genauer zu untersuchen. In die Praxis von Dr. Jäger kommen Patienten und Patientinnen aus aller Welt. Die Blutwäsche ist ein medizinisch erprobtes Verfahren. Eine Sitzung dauert 3 Stunden und kostet 1.300 Euro. Einige der Erfolge kann man unter dem Mikroskop sehen. Es sind mehrere Dinge, die man bei der Help-Apherese entfernt. Aufgefallen ist zunächst mal bei den Long-Covid-Patienten, dass das Blut sehr zähflüssig war. Und wir haben dann den Patienten durch die Help-Apherese entsprechend viele Blutgerinnungsfaktoren aus dem Blut entfernen können. Und genau hier sehen Sie Blutgerinnsel, hier auch gehäuft. Das ist derselbe Patient am Tag nach der Apherese. Hier sehen Sie, sind die ganzen Blutgerinnsel verschwunden. Und das ist der Effekt, den wir erzielen möchten, um die Sauerstoffversorgung des Blutes des Patienten zu verbessern. Für Long-Covid ist die Blutwäsche bislang allerdings nicht offiziell als Therapie anerkannt. Die Krankenkassen zahlen nicht. Ich glaube, dass Long-Covid wirklich eines der größten gesundheitspolitischen Probleme der Gegenwart und der Zukunft ist. Ich kann versuchen, Einzelschicksale abzuwenden, aber wir brauchen systematische, evidenzbasierte Untersuchungen. Und das Problem ist der Wettlauf mit der Zeit. Ich glaube nicht, dass diese Therapie unendlich lange hilft. Immerhin. Nach insgesamt 13 Sitzungen im vergangenen Jahr geht es Peters ein bisschen besser. Doch gesund ist er noch lange nicht. Super, okay. Also, ich danke dir auch. Ja, bis später, ne? Mach's gut, Beate. Es ist eine völlig verzweifelte Situation, ja. Ich habe wirklich alles ausprobiert, was ich ausprobieren konnte. Bis auf ganz wenige Sachen. Aber ich bin jetzt eigentlich am Ende der Fahnenstange angelangt. Also ich habe viel, viel eigenes Geld investiert. Also ich habe es mal überschlagen. Zusammen mit meinen Verdienstverlusten aus der Krankheit etc. bin ich jetzt irgendwo zwischen 40.000 und 50.000 Euro. Was vor allem fehlt, ist Anerkennung der Krankheit, von der mittlerweile mehr als 1 Million Menschen betroffen ist. Das Problem: Sie ist noch nicht im Körper nachweisbar. Die Forschenden stehen weltweit vor einem Rätsel. Ursache der vielen verschiedenen Symptome könnte eine fehlgeleitete Immunreaktion im Körper sein. Autoantikörper heißt immer, es sind Antikörper, die gegen körpereigene Strukturen gerichtet sind. Das heißt nicht unbedingt, dass sie schlecht sind. Aber es gibt eben auch viele Autoantikörper, die
lösen selbst Entzündungen aus oder die stören Körperfunktionen oder die greifen Gewebe an. Und dann kann es im Extremfall passieren, dass das Gegenteil erreicht wird, dass wir also statt, dass wir unsere Gefäße aufmachen, wir unsere Gefäße verschließen bei Belastung. Keine Verbesserung nach mittlerweile 9 Monaten. Auch bei Nadine Beckmann-Kruse aus Stade sind die Fachärzte immer noch ratlos. Die letzten Monate hat sich gar nichts gebessert. Es ist eher so, dass da immer noch mal wieder Beschwerden dazukommen oder Beschwerden schlimmer werden. Mir wurde gesagt, dass das oft nach 12 Monaten sich automatisch ausschleicht mit Long-Covid. Bei mir merke ich davon nichts. Im Gegenteil. Vor einigen Wochen erkrankte auch Tochter Sophie an Covid. Dann musste Nadine selbst wegen Atembeschwerden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ich habe einen heftigen Infekt gehabt. Das war mein erster Infekt seit der oder nach der Corona-Infektion. Und meine Lunge oder meine Luftröhre war wie zugeschnürt. Ich habe tatsächlich eine Entzündung der Lunge und der Luftröhre und muss halt inhalieren. Das hilft gut und Antibiotikum nehmen. Nachdem auch noch Sohn Robin positiv getestet wird, sitzt die Familie in der Quarantänefalle. 2 endlose Wochen, bis sie endlich wieder raus dürfen. Ja. 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 Kindergarten. Tschüss. Tschüss, hab euch lieb. Tschüss. Ich würde das so auch gar nicht schaffen, ohne Unterstützung meiner Familie. Und auch nur dank meiner Kollegen, die mich denn unterstützen. Und ich kann mal früher gehen, ich kann mal später kommen. Sonst wüsste ich gar nicht, wie ich das alles manchmal machen soll. Also ein Leben im Ausnahmezustand. Coronas langer Schatten verdunkelt auch das Leben der Allgäuerin Andrea. In der 86. Woche ihrer Long-Covid-Erkrankung ist sie schon froh, einmal draußen liegen zu können. Das ist mein Luxus. Das sind die besonders schönen Tage, wenn ich das Sofa gegen den Terrassenstuhl austauschen kann. Sonne auf dem Körper spüre, die Luft, der Wind, die Vögel zwitschern. Und dann laufen die Menschen durch und manchmal die Nachbarn. Für mehr Teilhabe am Leben reicht die Kraft nicht. Neben ihrer Ehefrau sind es vor allem die Eltern, die ihr in dieser schweren Zeit zur Seite stehen. Grüß Andrea. Ah, oh, schön, dass du kommst. Ja, das hat er noch was mitgebracht. Das ist von einem Gast, eine alte Frau, über 90. Hat das eigentlich sollte die Tochter sich um ihren betagten Vater kümmern. Nun ist es umgekehrt. Dass es so etwas überhaupt gibt. Man hat sich einfach nicht vorstellen können. Und dass das gar nicht anerkannt ist. Die ist gekommen von einem Arzt. Und seit dir kennt, der kennt das gar nicht, der Doktor. Da ist bei irgendwie, da weiß ich gar nicht mal, was einem da einfällt. Da denkt man, das gibt's nicht. Dass die Ärzte das gar nicht wissen. So einen wirklichen Plan hat leider niemand, mit was das wieder gehört wird. Ja, wir können eigentlich bloß das Beste für sie hoffen und beten. Andere Möglichkeit haben wir nicht was. So vieles blieb schon ohne den erhofften Erfolg. Von privaten Spenden kauften sie gleich zu Beginn der Erkrankung für 10.000 Euro ein Spezialgerät. Okay, dann mache ich jetzt Höhentraining. Machen ja auch die Sportler. Einfach für die Vermehrung der roten Blutkörperchen wird mehr Sauerstoff transportiert. Das kann man eben mit dem Gerät üben, ohne dass sie jetzt auf den Berg steigen muss. Würde ich zwar lieber machen, aber so ist auch recht. So soll mehr Sauerstoff ins Blut gelangen. Doch eine eindeutige Besserung blieb bislang aus. Mit 46 Jahren fühlt Andrea Ling sich uralt. Hoffnung für Nadine Beckmann-Kruse. Nach 9 Monaten Krankheit scheint es wenigstens ein bisschen bergauf zu gehen. Bei der Ergotherapie, die sie einmal die Woche besucht, macht sie kleine Fortschritte. Mit Therapeutin Katja Hein trainiert die 35-Jährige ihr Gedächtnis, das sie immer wieder im Stich lässt. Auch eine Folge von Long-Covid. Spielerisch sollen Rätsel gelöst werden. Es geht ja immer nur darum, die Hirnzellen zu nutzen und sie wachzurütteln. Mhm. Und es ist ja schön, wenn sie sich heute nicht so erschöpft fühlen. Dass man halt gesucht wird ein Begriff, der mit jeder Zeile ein bisschen mehr erklärt wird. Und das ist gar nicht so einfach. Man streut mich aus, man löst mich dann. Bald bin ich Staub,
bald kristallisiert und oft genug man mich raffiniert. Ich bin nur wegen dem letzten Wort draufgekommen. Ich dachte, das ist Zucker. Genau. Sonst hätte ich keine Ahnung gehabt, aber ja. Mit dem raffiniert ist Zucker. Richtig. Auch das zweite Rätsel. Kein Kinderspiel. Mädchen adrett führt Hauswesen für Kumpel Septep. Ohne Bedenken lässt sie Obst sich schenken. Resultat? Ein gläsernes Bett. Bis es dem Jüngling gelang, dass der Bissen entsprang, Hochzeitsglocken klang. Ich glaube, ich weiß es. Okay. Es ist eine Märchenfigur. Ja, gute Idee. Und ich weiß gerade nicht ihren Namen. Ich überlege gerade, aber sie hat schwarzes Haar. Wie? Wissen Sie auch wie? Wie schwarz? Wie Ebenholz. Ja, super. Haut weiß wie? Schnee. Wissen jetzt den Namen? Schnee? Schneewittchen. Genau, deswegen, da kommt sie, Schneewittchen. Ich bin da nicht drauf gekommen. Das ist ich hatte immer Dornröschen im Kopf, aber das war es ja nicht. Ja. Naja. Ja. Training für das Gehirn. Wie im Fitnessstudio zählt auch hier, man muss viel üben für kleine Erfolge. Und die sind für Nadine Beckmann-Kruse eine Riesenerleichterung im Alltag. Ich merke Fortschritte. Ich hatte am Anfang, also vor ein paar Monaten, beim Einkaufen wirklich sehr starke Probleme. Also ich stand vor einem Regal und wusste nicht, was ich da eigentlich rausholen wollte. Dann haben wir verschiedene Übungen gemacht und jetzt ist das tatsächlich so, wenn ich einkaufen gehe, dass ich in den Laden reingehe und dass ich dann schon weiß ungefähr, was steht auf meinem Zettel, was brauche ich. Der Einkaufswagen füllt sich mit Sachen, die ich benötige, die auch auf meinem Zettel stehen. 1000 Kilometer in einem Campingbus. Für Andrea Ling ist die Fahrt zu ihrer Reha-Klinik ein Kraftakt. So, jetzt sind wir losgefahren und wir haben jetzt kurz vor 7 Uhr und schauen einfach, wie weit das wir jetzt kommen, wie lange wir fit sind oder das ist die Anja fit ist. Und ich habe jetzt jetzt schon nach hinten gestellt und jetzt gerade die Liegeposition mich zu begeben. Andrea muss sich während der Fahrt immer wieder hinlegen. Langes Sitzen ist zu anstrengend. So, mittlerweile liege ich im Bett. Die Anja ist richtig gut gefahren. Wir sind richtig weit gekommen. Wir sind jetzt schon hinter Leipzig. Es ist mitten in der Nacht. Bei mir ging es auch sehr gut mit der Fahrt. So, wir haben jetzt 7.35 Uhr und sind schon wieder auf der Strecke. Die Reha-Klinik in Heiligendamm. Seit knapp 2 Jahren Mekka der Long-Covid-Patienten Deutschlands. Wer hier einen Platz bekommt, darf sich glücklich schätzen. Wartezeit aktuell 1 Jahr. Andrea Ling hofft hier auf Verständnis für ihre Erkrankung. Was mich stutzig macht und auch manchmal so ein bisschen fassungslos, dass viele Patienten berichten, ja, ihnen wird vorgehalten, sie würden simulieren, sie würden sich Dinge nur einbilden, sie würden vielleicht gar nicht mehr arbeiten wollen. Und das ist bei diesem Patientengut, was wir hier mit Long-Covid behandeln, schlicht und einfach falsch. Und ich musste noch nie so viel bremsen wie bei diesen Patienten, die eigentlich verinnerlicht haben, wenn irgendwas an meinem Körper nicht funktioniert, wenn irgendwas, ich sag salopp mal, nicht gut ist, dann muss ich noch härter daran arbeiten, dass es besser wird. Und genau dieser Ansatzpunkt hilft uns bei Fatigue-Symptomatiken und Long-Covid-Fatigue überhaupt nicht weiter. Viel hilft nicht viel. Auch das mussten Ärztinnen, Therapeuten und Kranke erst einmal lernen. Erzählen Sie mir erst einmal, was gibt es für Probleme, Beschwerden? Vom Gefühl ist es hier, als ob es hier abgeschnitten ist oder eben einfach, als ob sich das nicht ausdehnt. Warum jetzt dieser Stuhl? Weil mein Körper einfach nicht genügend Energie produzieren kann, dass sie laufen könnte. Und weil ich immer gleich Herzrasen bekomme. Und auch Sitzen ist schon anstrengend über längere Zeit. Also 2 Stunden am Stück sitzen, kriege ich dann auch schon so einen Schub oder so einen Crash. Leichtes Muskeltraining und Atemübungen. Die Erkrankten sollen möglichst sanft gefordert werden. Ich freue mich, dass ich das machen kann. Ich bin schon sehr ehrgeizig. Ich möchte gerne wieder gesund werden.
Die Gefahr, sich hier zu überfordern, sie schwingt immer mit. Andrea Ling muss aufpassen. Bei besonders schweren Long-Covid-Verläufen wie bei ihr ist wahrscheinlich die Steuerung von Atem, Herzschlag und Blutzufuhr gestört. Wenn ich merke, dass ich Herzrasen kriege, dann muss ich eine Pause machen. Oder dann doch weniger Gewicht nehmen. Also es ist alles sehr gebremst. Ist auch sehr schwierig. Im Moment macht es so viel Spaß, dass ich das dann auch nicht spüre, wenn es zu viel wird. Also es ist wirklich schwierig. Und die Verschlechterung kommt dann ja erst morgen. Also es ist ganz schwierig auszubalancieren. Gelingt das nicht, dann droht ein Crash. Ein Zusammenbruch mit Schmerzen im ganzen Körper. Es ging gestern alles sehr gut und es hat mich sehr gefreut. Und heute liege ich jetzt schon wieder flach. Ich musste gestern sehr viel sitzen und hatte wenige oder eben zu kurze Liegepausen. Und das war schon wieder zu viel. Ja, jetzt muss ich mal schauen, wie es für mich gut weitergehen kann. Die Reha-Klinik an der Ostsee ist die erste Adresse in Deutschland für Menschen, die nach einer Corona-Infektion nicht mehr gesund geworden sind. Ein Heilmittel hat auch die Chefärztin nicht. Dafür aber einen wichtigen Ratschlag für Andrea. Wie ist es Ihnen ergangen die letzten Tage? Ja, gut. Haben sich daran gehalten, dass wir ein bisschen auf die Grenzen achten, dass wir uns nicht überfordern am Wochenende? Da habe ich drauf geachtet. Den Samstag habe ich ganz, ganz ruhig gemacht. Da waren wir bloß eine halbe Stunde draußen. Wir haben aus der klinischen Erfahrung heraus jetzt die Quintessenz mitgezogen, dass wenn Patienten mit Fatigue-Symptomatik das hinbekommen, dass es nicht mehr so sehr schwankt von sehr, sehr guten Tagen zu sehr schlechten Tagen, sondern wenn das alles so ein bisschen sich angleicht, dass man dann auch wieder mehr Leistungssteigerung hinbekommt. Aber wir müssen diesen Druck da so ein bisschen rausnehmen, ne? Eine Information, die für Andrea Ling womöglich zu spät kommt. Doch die Allgäuerin bleibt optimistisch. Dass ich den Weg hierher geschafft habe, das macht mich glücklich. Und dann dieses Gespräch mit der Frau Dr. Frommhold, dass man mir meine Krankheit, meine Symptome glaubt. Da ist mir eine Riesenlast von den Schultern gefallen, dass das gesehen wird, wie es mir geht. Ist unheimlich erleichternd. Und dass ich jetzt positiv in die Zukunft schaue, was meine Gesundheit angeht. Sie hofft jetzt auf die Forschung und dass es bald ein Medikament gegen Long-Covid geben wird. Doch noch kann die Wissenschaft nicht wirklich helfen. Unklar sind bislang die Ursachen der Krankheit. Immerhin, es gibt eine positive Nachricht. Wie viel da noch auf uns zukommt, ist schwer zu sagen. Es gab jetzt gerade eine gute Studie aus Israel, die hat gezeigt, dass Impfen wahrscheinlich auch vor Long-Covid gut schützt. Ja, das heißt, alle, die geimpft sind, die sind hoffentlich auf der sicheren Seite, nicht nur was jetzt schwere Verläufe auf der Intensivstation angeht, sondern auch was das Entwickeln von Long-Covid angeht. Aber wir haben noch eine ganze Reihe Ungeimpfter, die also zusätzlich dann auch das Risiko haben, Long-Covid zu entwickeln. 10 Monate ist Nadine Beckmann-Kruse aus Stade schon an Long-Covid erkrankt. Wie geht es ihr jetzt? Aktuell habe ich das Gefühl, das geht bergauf. Ich habe das Gefühl, es wird besser. Ich hatte monatelang täglich Fieber, oft sogar hohes Fieber, und das ist so gut wie weg. Es ist ganz selten, dass ich nochmal Fieber habe. Und dann ist es auch wirklich, wenn mein Tag zu viel Belastung hatte, wenn ich wirklich zu viel Anstrengungen hatte, dann kommt das nochmal vor. Ansonsten blicke ich sehr hoffnungsvoll in die Zukunft. Ich möchte eine Sauerstoffdrucktherapie machen, auch HBO genannt. Und ich hoffe halt auch, dass mir geholfen werden kann und dass ich halt wieder gesund werden kann. Sauerstoffüberdrucktherapie. Sie kommt aus der Tauchmedizin und ist wissenschaftlich anerkannt. Der Nutzen für Long-Covid-Patienten soll jetzt in einer Studie untersucht werden. Einige Krankenkassen bezahlen bereits. Kosten bis zu 6.000 Euro insgesamt. Der leitende Oberarzt Oliver Müller vergleicht die Funktionsweise mit einer Sodamaschine für Sprudelwasser.
Das nutzt das physikalische Prinzip, dass sich Gase unter Druck erheblich viel besser lösen in Flüssigkeiten, als sie das ohne diesen Druck tun. Und wir wissen das von dem Sodaautomaten. Je länger man dort auf seinen Knopf drückt, umso mehr Kohlendioxid löst sich im Wasser. Und ganz analog passiert das mit dem Blutplasma und dem Menschen, der in der Druckkammer sitzt. Je höher wir den Therapiedruck wählen, umso größer ist die Menge an Sauerstoff, die sich im Blutplasma auflöst. Tauchgang im Trockenen. Auf 15 Meter Tiefe. Die Patienten atmen dann 3x10 Minuten lang reinen Sauerstoff. Erste Erfolge sind bereits nachgewiesen. Anscheinend können die vielen kleinen Entzündungen, die Long-Covid im Körper verursacht, geheilt werden. Die Sauerstoffüberdrucktherapie kann möglicherweise auch einen Anstoß dazu geben, dass sich die Blutgefäße von ihrer chronischen Entzündungsreaktion wieder erholen können und eine Regeneration stattfindet, die eben dazu führt, dass dort, wo durch Blutung gestört ist und Sauerstoffmangel besteht, zum Beispiel an Nervenzellen, wieder eine bessere Versorgung stattfindet. Vielleicht schon bald ein Stück Hoffnung für viele Betroffene? 10 Monate konnte Nadine Beckmann-Kruse nach ihrer Covid-Erkrankung kaum am normalen Leben teilnehmen. Sie versuchte verschiedene Therapien, erlebte viele Rückschläge. Nichts schien ihr zu helfen. Heute blickt die Stationsassistentin optimistisch nach vorn, hofft, dass sie bald wieder in der Klinik arbeiten kann. Weil Besuch bei ihrem Arbeitgeber wegen Corona verboten ist, filmen wir ihren Termin mit Christina Tobaben aus der Personalabteilung im Freien. Ich würde ja gerne wieder arbeiten. Da würde ich halt gerne wissen, was so meine Möglichkeiten sind. Ja, also das Ziel ist natürlich erstmal, sie an ihren bisherigen Arbeitsplatz wieder einzugliedern. Mhm. Und das würde man so im Rahmen einer stufenweisen Wiedereingliederung zunächst probieren. Also dass man also mit ganz wenig Arbeitszeit, mit ganz wenigen Stunden pro Tag an einigen Tagen in der Woche startet. Und die Belastung wird dann langsam gesteigert. Und da kann man dann gucken, wie sie damit zurechtkommen. Sie sind ja medizinische Fachangestellte. Da gibt es sicherlich auch noch andere Einsatzmöglichkeiten. Aber das Ziel ist ja, und das ist ja auch Ihr Wunsch, dass Sie an Ihren Arbeitsplatz zurückkehren können. Genau, also ich würde das gerne versuchen, an meinen jetzigen Arbeitsplatz zurückzukehren. Also ich kenne natürlich die Tätigkeiten, ich kenne die Kollegen. Dann muss ich natürlich nicht so viel Neues lernen. Die Chancen auf einen Neuanfang stehen gut. Welche Patienten warum gesund werden? Bislang unklar. Andrea Ling aus dem Allgäu hatte nach der Reha wieder einen Rückfall. Ehefrau Anja Strutz ist besorgt. Andrea hat wieder so einen Crash bekommen. Ist halt immer so, in den Momenten, wo es dann so ist, ist natürlich am schlimmsten. Da, wo ihr da wart, war es jetzt ja noch okay, sagen wir mal, für die Verhältnisse. Aber es wird halt immer wieder so. Ich zeig dir mal. Also, da kann sie halt eigentlich gar nichts mehr machen, ne? Da geht es ihr richtig schlecht. Und an den Tagen kann sie einfach auch nichts selber reden. Da geht es ihr so schlecht. Ja, okay, ich hoffe, die finden halt schnell was. Danke, tschüss. Endlich ein Medikament, das ihnen ihr altes Leben wieder schenkt. Das wünschen sich Andrea, Christopher und Nadine. Doch bis dahin ist es wohl noch weit. Deutschland hat 6,5 Millionen Euro für die Long-Covid-Forschung bewilligt. Zum Vergleich, in den USA sind es über 1 Milliarde Dollar.